Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal für vedische Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer, Forscher und Seminarleiter in der vedischen Astrologie. In diesem circa 15 bis 20-minütigen Kurzvideo geht es um die Deutung der Transitpositionen der Planeten für den jeweiligen Aszendenten Monat Mai 2019. Und wie Sie schon gehört haben, hier geht es um Ihren Aszendenten und nicht, wie es in der westlichen Astrologie üblich ist, Ihr Sonnenzeichen. Deswegen suchen Sie bitte das für Sie passende Video entsprechend Ihrem Aszendenten aus, je nachdem, ob Sie Aszendent Widder, Stier, Zwilling und so weiter sind, denn es stehen für alle 12 Aszendenten die Videos zur Verfügung. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, haben Sie unterhalb dieses Videos einen Link, wie Sie auf meine Seite der vedischen Astrologie-Schule kommen, und dort ist ein Programm, wo Sie sehr einfach selbst anhand der Software gratis ausrechnen können, was Ihr Aszendent ist, damit Sie wissen, welches dieser 12 Videos für Sie das Richtige ist. Dann, ja, wird schon sehr heiß drauf gewartet. Es gibt wieder eine große Challenge, und zwar geht es um Ihre Zukunft. Die große gratis Zukunftsblick-Erforschungsreise wird im Juni starten, und hier lernen Sie anhand von Videos, bestimmten Unterlagen, die Sie alle gratis erhalten, 5 Wege kennen, um Ihre eigene Zukunft mehr und mehr entschlüsseln zu können. Und hier wird es auch wieder Verlosungen geben mit Amazon-Gutscheinen und vieles, vieles mehr. Wenn Sie sich jetzt schon mal anmelden wollen, damit Sie auf alle Fälle dabei sind und dabei sein können und auch die nächsten Informationen erhalten, dann bitte ich Sie, sich auch dafür schon mal einzutragen mit Ihrer E-Mail-Adresse. Auch dazu ist unterhalb dieses Videos für Sie schon mal der Link vorbereitet. Ja, auch immer sehr lohnend und sehr, sehr gerne gelesen. Immer wieder bekomme ich sehr, sehr positive Rückmeldungen. Das sind die vedischen Astro-News, mein Newsletter. Sollten Sie sich noch nicht eingetragen haben, dann lade ich Sie auch hierzu ein, sich unterhalb dieses Videos an den Link zu wenden. Dann kommen Sie auf die Seite, wo Sie sich gratis registrieren können, um künftig auch einmal im Monat diese vedischen Astro-News zu erhalten. So, jetzt geht's aber los mit der Deutung der Sterne für Monat Mai 2019. Ja, dann wollen wir schauen, wie sich für Sie die Planeten im Monat Mai 2019 darstellen, für Sie als Aszendent Waage anhand der Transite der Planeten. Ja, wir beginnen mit der so wichtigen Sonne, und hier ist auch gleich der Merkur dabei. Die Sonne ist bis 20. Mai im Zeichen Stier, darin haben Sie das 8. Haus. Nun, das 8. Haus bedeutet, dass Sie hier eine Phase haben bis zum 20. Mai, wo Sie sich etwas eher gebremst fühlen in Ihren Zielen und Projekten. So ist es eher mal auch eine Zeit, vielleicht nicht zu ehrgeizig zu planen. Das 8. Haus ist in der indischen Astrologie das Haus der Blockaden, ja, wo die Dinge halt dann nicht so vorwärts gehen. Und so lautet hier der Rat eben, hier nicht nach den Sternen unbedingt zugreifen. Nun, das 8. Haus hat eher so ein bisschen die Qualität, ja, ich sage mal, die Qualität der Bremse, dass wir auch wieder mal mehr uns damit beschäftigen, was eigentlich wichtig ist. Und so hat das 8. Haus die Qualität, dass man hier zu einem Durchbruch kommt, ja, indem man letztlich sich mal mehr mit dem Nichtstofflichen beschäftigt, ja, mit Psychologie, mit Mystik und mit Esoterik. Dafür wäre das 8. Haus gut, und so wäre der Rat eben, ja, jetzt nicht auf große
Projekte im Außen zu setzen, sondern lieber freiwillig sich mit den eigenen inneren Schwächen zu beschäftigen, anhand der Psychologie, anhand der Mystik, der Astrologie, was ja auch eine esoterische Disziplin ist, ja, oder auch mit der, ja, sogenannten Schattenarbeit. Schattenarbeit hat ja auch zum Ziel, sich mal seine Schatten bewusst zu machen, um diese dann besser in den Griff bekommen zu können. Außerdem ist die Sonne in den ersten 20 Tagen im 8. Haus, auch damit letztlich im 11. Haus gezählt vom 10. Haus. Das bedeutet, Sie bekommen jetzt eine Rückmeldung, wo Sie mit Ihrem Status und Ihrer Macht in der Gesellschaft stehen. Sollten Sie mit dem, was Ihnen diesbezüglich mit Ihrer Macht und Autorität hier gespiegelt wird, mit Ihrer Position, ja, nicht zufrieden sein, dann wissen Sie, dass Sie dann, wenn die Sonne in den Krebs wandert, was ja auch in ein paar Wochen der Fall sein wird, einen neuen Zyklus beginnen, der Sie befähigen möchte oder wo Sie dann, wenn die Sonne in den Krebs geht, ja, dazu auffordert oder Ihnen die Möglichkeit besonders zur Verfügung stellt, jetzt intensiver sich dann zu überlegen, wie Sie Ihre Position verbessern können, wenn Ihnen das auch entsprechend wichtig ist. Das 8. Haus aber ansonsten ist mehr ein inneres Thema, wie ich sagte, und Sie könnten auch etwas mehr in Kontakt kommen mit Dingen, wo Sie noch abhängig sind. Das 8. Haus steht auch für Süchte, die Sonne steht für die Gesundheit und so würde Ihnen auch stärker bewusst werden können in den ersten 20 Tagen des Monats Mai, wo noch irgendwelche ungesunden Abhängigkeiten bestehen, egal ob das jetzt Nikotin, Essen, Internet, Handy, Sex, Glücksspiel, was weiß ich was ist. Es gibt viele Formen der Süchte, Beziehungen. So, dann geht die Sonne aber raus ins beste Glückshaus im Horoskop. Am 21. Mai geht sie dann in Haus 9, wo sie dann die nächsten 30 Tage ist. Und wie Sie dann im Monat Mai hören werden, da werde ich dann mehr dazu sagen, sind dann nicht nur positive, unerwartete Dinge leichter möglich, sondern Sie werden sich auch sehr intensiv oder mehr beschäftigen wollen mit dem, was für Sie Sinn macht im Leben, um dadurch wieder mehr aufzutanken. Weil wenn wir wissen, ja, worin unsere Ziele bestehen, was für uns Sinn macht, dann gibt uns das auch Erfüllung und diese Kraft der Inspiration wird die Sonne dann Ihnen zur Verfügung stellen, wenn sie dann ab 21. Mai in Haus 9 wandert. Merkur ist die meiste Zeit zwischen 7. und 21. Mai auch im Stier, also auch in Haus 8, ja. Und so steht Ihnen besonders in der Zeit zwischen 7. und 21. Mai die Kraft des Forschens, ja, das ist ja Merkur. Merkur ist der Intellekt, Merkur ist neugierig, Merkur will wissen im Bereich der Psychologie, des Verborgenen in Ihnen, Ihrer Schattenseiten, dafür steht Ihnen das besonders zur Verfügung. Und wenn wir nicht hinschauen wollen mit unseren Schattenseiten, die wir ja überwinden sollen, über die wir ja hinauswachsen sollen, dann werden wir durch die anderen unschönen Themen des 8. Hauses, die ich gar nicht so ausführen will, eher gezwungen, weil wir Schubser bekommen, die dann oft mit blauen Flecken verbunden sind, um wirklich mal jetzt mit der inneren Arbeit zu beginnen. Ich meine, Sie sind Aszendent Waage. Schauen Sie sich mal das Symbol hier an. Da sehen Sie ja so einen Hubbel, der nach oben geht, ja, in dem Symbol. Sehen Sie das hier? Das drückt aus, dass der Seele nicht mehr reicht, allein die materielle Welt. Sie braucht jetzt was anderes, das Feinstoffliche, das Geistige, die geistige Dimension des Lebens. Und es geht jetzt um den Beginn eines Durchbruchs in dieser Inkarnation, weil die Seele allein mit dem sichtbaren Materiellen nicht mehr zurechtkommt. Und dies beginnt in der Waage sehr stark.
Und dazu ist das achte Haus, was eben für so Themen steht wie Mystik, Psychologie, Esoterik, die Auseinandersetzung mit dem Tod, ja, hervorragend, um in dieser Entwicklung ganzheitlicher zu werden, was für Sie als Waage ganz wichtige Prozesse sind. Dann sehen Sie auch, der Merkur ist verbrannt den ganzen Monat. Also zumindest ab 9. Mai genauer gesagt ist er verbrannt, bis den restlichen Monat. Das bedeutet, die Dinge, für die Merkur steht, ja, können etwas holpriger funktionieren. Also nicht so hoch ansetzen in Dingen, die was zu tun haben mit Verträgen, ja, Kommunikation. Ich meine, mit Merkur im 8. Haus würde ich jetzt auch nicht ganz große wichtige Verträge machen oder Geschäftsaktionen, wenn ich Merkur verbrannt in Haus 8 hätte, jetzt in diesem Monat. Oder eine große Reise machen, ja, mit Merkur in 8. Kann dann immer ein bisschen einen anderen Verlauf nehmen als wie gedacht. Außer das ist jetzt so, dann machen Sie es natürlich trotzdem. Angst haben soll man nie. Aber man kann es sich ja leichter machen, wenn Merkur nicht dieses Haus durchlaufen würde. Dann haben wir die Venus, der Herrscher ihres Aszendenten, ist den ersten halben Monat im Mai im 7. Haus. Und das bedeutet, ihr Interesse im ersten halben Mai gilt besonders dem Thema Partnerschaft. Und außerdem ist der Transit der Venus durch das 7. Haus, also bis zum 15. Mai, nicht nur gut für eine diplomatische und schöne Zeit in den ersten 15 Tagen des Monats Mai, sondern es ist auch eine gute Startposition wieder, genauer mal hinzuschauen, wo Sie denn mit Ihrer Partnerschaft stehen, ja, wo Sie überlegen können, das Thema Beziehung weiter zu verbessern. Denn dann, ab Mitte Mai, genauer gesagt ab 16. geht die Venus in das 8. Haus. Und jetzt sehen Sie schon, dann haben Sie die beiden wichtigsten Planeten der Persönlichkeit, also Sonne und Venus im 8. Haus ab 16. Mai. Könnte Ihnen besonders ab 16. Mai Schwächen, die Sie noch haben, Ihnen bewusst gemacht werden. Abhängigkeiten auch, ja, oder Schwächen, die vielleicht auch etwas mit der Beziehung zu tun haben, könnten Ihnen besonders in der zweiten Maihälfte gespiegelt werden. Merkur, der ja auch den Vater repräsentiert, der ja ab dem 9. Mai verbrannt ist und bis zum 21. Mai auch im 8. Haus ist, kann auch auf eine Zeit hinweisen, dass mit dem Vater in dieser Phase zwischen, sagen wir mal, 9. Mai, aber vielleicht auch schon seit 7. Mai bis 21. Mai, es mit Vaterthemen etwas Stress gibt oder er selber eine etwas schwierigere Zeit hat. Und wenn die Venus hier übrigens ab 16. Mai reingeht, dann auch ins 8. Haus, auch hier lautet mein Rat, innere Arbeit zu tun, ja? Schattenarbeit zu tun. Beschäftigen Sie sich mit dem Saturn in Ihrem Horoskop. Der verrät Ihnen viel über Ihre Schwachstellen, ja? Oder erstellen Sie sich selber ein Horoskop. Es geht darum, wir sind hier auf der Erde, wie hat man ein berühmter Mystiker gesagt, in der Besserungsanstalt Gottes sind wir hier und jetzt können wir schauen, was wir an uns verändern müssen und dies wird uns halt sehr stark auf dem Planeten Erde bewusst gemacht und wir erfahren die Dinge sehr intensiv, um nun wirklich was zu verändern. Das Gute aber ist, dass wir hier in kurzer Zeit viel verändern können, ja, und in den höheren Ebenen, wo wir nach dem Tode hingehen, da ist diese Arbeit viel, viel schwieriger. Im Gegenteil, hier in der grobstofflichen Welt auf der Erde, während man lebt, ist es am leichtesten und geht am schnellsten. Also, Carpe Diem. So,
Dann Mars sehen wir noch, der ist den ersten halben Monat auch im neunten Haus. Kann auch nur mit darauf hinweisen, mit dem Vater, ne, dass vielleicht mit dem irgendwie Konflikt oder so, ja. Und auch das zehnte Haus repräsentiert den Vater. Das sind also beides Vaterhäuser in der indischen Astrologie. Und so kann die Beziehung mit ihm etwas mit Stress beladen sein. Oder er selber hat vielleicht auch nicht so eine gute Zeit. Und so ist dies eine Zeit, ja, mit der Sie jetzt nicht zu viel Erwartungen haben sollten aus der Beziehung. Gleichzeitig mit Mars, Haus 9, Haus 10, könnte aber auch mal einiges geklärt werden, wo Sie sich vielleicht auch mal abgrenzen müssen und sagen müssen, Moment mal, stopp, ja, so und so muss das sein, ja, weil Mars hilft Ihnen halt, dass Sie sich auch gut positionieren können und dies halt mit Themen, die was mit Vater zu tun haben. Zehnte Haus ist aber auch die Karriere. Das bedeutet, ab Mitte Mai, wenn Mars dann in den Krebs geht, wird Ihnen Ihre kämpferische Energie oder die Energie, sich abzugrenzen und für sich einzutreten und nach vorne zu preschen, wird Ihnen dann primär in der Arbeit zugute kommen können. Dann schauen wir weiter. Ja, eine besonders gute Sache hier. Ja, nachdem wir ja jetzt hier ein paar mehr fordernde Transite hatten, ist der Mond mit Vollmond. Dieser findet ja statt am 18. Mai im Skorpion. Und das bedeutet, dass sich um die Zeit des Vollmonds, so zwischen 17. und 19. Mai, so drumherum sich etwas Gutes Ereignis, ein gutes Ereignis für Sie zutragen möchte, weil Sie sich um irgendetwas, wozu Sie verpflichtet sind, wo Sie Verantwortung haben, gut gekümmert haben. Und der Vollmond ist ein Geber, bringt Belohnung im Haus der Verpflichtungen und so sollten Sie Ihre Antennen mal hier besonders ausfahren in der Zeit zwischen 17. und 19. Mai um den Vollmond. Übrigens, wenn die Sonne dann ab 21. Mai ja auch rausgeht in das neunte Haus, da wird es dann eh leichter für Sie, weil dann schon mal ein wichtiger Planet das achte Haus verlässt und hier ein gutes Gegengewicht schafft, ja, weil das neunte Haus ist das günstigste Haus im Horoskop. Dann Jupiter in Haus 3. Nun, Jupiter im dritten Haus ist ja länger da. Das heißt, er ist ja ein Jahr in etwa im gleichen Zeichen. So haben wir hier eine langfristige Wirkung. Nun, Jupiter in Haus 3 stellt ja auch das elfte Haus gezählt vom fünften Haus, dem Kinderhaus, dar. Das bedeutet, Sie befinden sich in einer Phase, wo Sie Ihre Belohnung oder Rückwirkung erhalten, wie gut Sie sich um das Thema Kinder gekümmert haben oder Beziehung zu Ihren Kindern. Und je nachdem, wie diese Phase jetzt von Ihnen im Mai, Juni, Juli, August erfahren wird, bis halt Jupiter dann rausgeht in den Steinbock, ist für Sie jetzt ein guter Spiegel, um zu bewerten, ja, was Sie vielleicht an sich verändern müssten, wenn Sie mit der Beziehung mit Ihren Kindern nicht so zufrieden wären. Oder Sie erfahren diesen Transit als eine sehr positive Zeit mit Ihren Kindern, dann wissen Sie, dass Sie in der Beziehung mit Ihren Kindern auf einem super Kurs sind. Ansonsten, Jupiter steht für die Astrologie, ja, oder auch für Weisheitslehren. Er steht im Haus des Lernens und so ist es eine gute Zeit, ja, vielleicht sogar mit dem Erlernen der Astrologie oder einer anderen Weisheitslehre, ja, beginnen zu wollen. Jupiter ist aber auch der Planet der Vergebung. Und das dritte Haus steht für die jüngeren Geschwister, Nachbarn und Arbeitskollegen, wenn es da irgendwo mal gescheppert hat in letzter Zeit und sie so weit sind, dass sie bedingungslos von ganzem Herzen vergeben können,
weil es da etwas gab von diesen Personen oder von irgendjemand aus diesem Kreis, könnten Sie hier jetzt besonders gut vergeben. Dann noch Saturn und Rahu Ketu. Die sind ja auch unverändert, weil diese Planeten ja auch zwischen 1,5 bis 2,5 Jahren in der gleichen Position sind. Und hier sehen wir, dass Saturn nach Tiefe strebt. Und wo sucht er die? Ja, im vierten Haus. Und was ist das vierte Haus? Ihr Innenleben. Er sucht nach Fehlern in ihrem Innenleben. Ja, er will sie aufmuntern, hätte ich bald gesagt. aufschrecken wäre wohl besser ausgedrückt. Oder auffordern. Auffordern ist auch ein saturnisches Wort. Sich mit der inneren Arbeit zu beschäftigen. Denn hier sind noch einige Arbeiten abzuschließen, wie uns Ketu dies vermuten lässt. Diese Arbeit, die hier aber innen noch zu tun ist, steht im Zusammenhang damit, auch weiterzukommen in der Festigung ihres Karrierepfades, in ihrer Wirkung nach außen, in dem, wofür sie Verantwortung übernehmen oder wofür sie ihre Fähigkeiten einsetzen. Zehntes Haus eben. Und so geht es also um ein Gleichgewicht, das angestrebt werden soll, auch dass jetzt mehr darauf zu achten ist oder dass auch darauf zu achten ist, den Karrierepfad zu festigen, dass sie eine stabile Position haben und weiterkommen, während aber gleichzeitig die innere Arbeit notwendig ist. Ja? Also ohne die geht das hier auch außen nicht vorwärts. Saturn in Haus 4 ist auch das 11. Haus gezählt vom 6. Haus. Das bedeutet, Sie erfahren jetzt, solange Saturn im Steinbock ist, wie gut Sie sich um Ihre Gesundheit gekümmert haben in den vergangenen Jahren. Und wenn Sie mit dem Gesundheitszustand, wie Sie ihn aktuell erfahren, nicht so zufrieden sind, dann ist jetzt eine Zeit, sich zunehmend zu überlegen, worin Sie Ihr Gesundheitsverhalten verändern sollten. Spätestens dann, wenn Saturn ins 6. Haus geht, was ja noch ein paar Jahre sind, wird es dann ein ganz großes Thema, weil hier ist dann immer so ein Wendepunkt. Jetzt ist eher die Phase, wo Ihnen der Zustand Ihrer Gesundheit aufgrund Ihrer Lebensweise in der Vergangenheit besonders gespiegelt wird. Gut, das war Aszendent Waage, der Monat Mai 2019. Ja, zum Schluss nochmal die Erinnerung, sich doch zu registrieren für die große Zukunftsblick-Erforschungsreise im Juni, wo Sie die Techniken kennenlernen, und zwar 5 Wege, um die eigene Zukunft für die nächsten 12 Monate mehr entschlüsseln zu können. Dazu, wenn Sie dabei sein wollen, bitte sich registrieren, damit Sie dann auch die weiteren Informationen bekommen, wie Sie an die Videos kommen und an die Dokumente, um anhand Ihres eigenen vedischen Horoskops Ihre Zukunft mehr entschlüsseln zu können. Link dazu, wie gesagt, unterhalb dieses Videos. Dann, das Gleiche gilt, wenn Sie sich noch nicht eingetragen haben für den Erhalt meines Newsletters, die sogenannten vedischen Astro-News. Auch diese finden Sie hier, wenn Sie auf einen Link gehen, der unterhalb dieses Videos vorbereitet ist, falls Sie sich hieran anmelden möchten, um im Verteiler zu sein. Dieser erscheint einmal monatlich und behandelt immer spannende Themen rund um das Thema vedische Astrologie, Spiritualität, Lebenssinn, wie Sie zu mehr Erfüllung finden, aktuelle Weltereignisse und so weiter und so fort. Okay, ja, dann bleibt mir nur noch, Ihnen wieder einen fantastischen Monat Mai 2019 zu wünschen. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn Sie von der Gelegenheit, sich an der Zukunftsblick-Erforschungsreise da mitzumachen, sich auch dafür eintragen zu wollen. Alles klar, also nochmals einen wunderbaren Mai 2019.